relentlessly blurred, and nowhere as vividly as in Night Springs. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Boah, miau. Willkommen zum Nachfolgeprojekt von Alan Wake, dem Hauptspiel. Wir sind bei Alan Wake's American Nightmare. Die Sprache ist auch sehr amerikanisch. Mir ging gerade bei dem Intro, ich weiß, ich bin eine Frau, das geht nicht, aber mir ging gerade voll einer ab. Wie geil ist das denn? Also, boah, die Grafik ist schon mal ziemlich cool. Wir spielen den Story Mode, es gibt auch einen Arcade Action Mode und wir spielen auf Normal, nicht auf Albtraum. Ich find's gerade richtig geil, ich find's wunderschön. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wir haben Barry wieder gesehen, es ist total toll. Und ich habe das Gefühl, das American Nightmare, ich meine, es heißt schon Nightmare, ganz schön hart auf die Fresse geben wird. Das suggeriert zumindest mal das Intro schon so ein bisschen. Und das Menü, guck mal, wie schön das alles aussieht. Ich bin hin und weg, ich freue mich wie Sau, dass ich das hier spielen kann. Birdleg Cabin, wir kennen das alles schon. Ich mach mal die Maus-Sensi ein bisschen runter. So ist gut. Ja, den Spaß kennen wir schon. Tja, wir sind jetzt wohl in einem Albtraum. Wir sind in einer Night Springs Geschichte. Eine Geschichte, die Alan wohl auch mal wieder selbst geschrieben hat. Diver's Isle. Wir waren hier schon. Ja, und die Schusswaffe nehmen. Aber das mache ich doch sehr gerne. Das geht ja direkt wieder lustig los. Im Hauptspiel hat es auch nicht lange gedauert. Juhu, 9mm Pistole. Guten Tag. Ich bin froh, dass ich das Kampfsystem schon kenne. It's gonna be like that again, huh? Oh yeah, it's gonna be. Oh, du hast eine ziemlich geile Stimme auf Englisch. Fand ich gerade ziemlich sexy, es tut mir leid. Ihr wisst doch, ich stehe auf Alan. Das habe ich schon im Hauptspiel gesagt. Ja, sorry. Alles gut. Okay, zu der Cabin gehen wir wohl eher nicht. Der sportlichste war ja noch nie. Wir sind mal ein bisschen legerer angezogen, das finde ich schön. Ja, so richtig Canyon-like war das Ganze im Hauptspiel halt auch nicht. Ich weiß nicht, was es hier zu sammeln gibt. Ich möchte mir Mühe geben, viel zu sammeln von den Sachen, die es so gibt. Aber ich weiß halt nicht, was das ist. Tun mir die Kakteen weh? Nö, ich kann die sogar kaputt laufen. Sorry. Sorry, meine Maus. Er kommt mir auch irgendwie nicht. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written.
Ich habe das Gefühl, er ist hier ein bisschen selbstbewusster. Nicht mehr so ängstlich und verwirrt. Ich muss die DPI noch runterstellen. Das stört mich. Ich glaube, meine Maus macht das gar nicht so doll. Okay. Aber ich will jetzt nicht ins Menü gehen. Ich finde, das ist immer Stimmungskiller. Am Anfang von einem Projekt. Ich mache das in der ersten Aufnahmepause. So, Manuskriptseite. Es ist bei F5 geblieben. Schriftsteller Alan Wake. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Okay, also ihr seht schon, das ist so ein bisschen eine Sache. Die Audioausgabe ist Englisch, dafür habt ihr da deutschen Untertitel. Hier könnt ihr dann die Manuskripte auf Deutsch mitlesen. Tut mir leid, dass es hier nicht direkt noch einen Untertitel dazu gibt, aber sollte hoffentlich für euch so okay sein. Hätte ich mal von Anfang an die Sprache auf Englisch gelassen, ich finde es ziemlich cool. Ja, hieraus kommen wir, also laufen wir weiter. Ist ja was zum Anschalten. Nö. Ja, der gute Alan und seine Night Springs-Geschichten. Ich bin gespannt, wie lange das geht. Das erinnert mich so ein bisschen an so Horror-Short-Stories. Sowas besitze ich auch. Als Buch. Aber ich wollte nicht darin mitspielen. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Es hat so richtig jetzt einen Erzähler, ne? Das finde ich ganz toll. Also atmosphärisch 1A. Ich finde, man kann sich gerade wirklich vorstellen. Okay, dann geht's hier runter. Wie man diese Geschichte gerade spielt. Ich meine, natürlich tun wir das, aber mit dieser richtigen Erzählerstimme ist das nochmal was anderes. Somewhere in the earth, space itself has been pierced. And from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Ach du meine Güte. Ja, Mr. Scratch wurde ja in dem Sinne nur am Ende erwähnt vom Hauptspiel. Ja, okay. Ich hab verstanden. Ja, ich sag doch Escape zurück. Okay. Renn, Alan. Das hier ist übrigens schon Rennen. Das ist geil. Ich hatte mir das schon gedacht mit dem Steady Flow of Monsters. Alan. Kannst du dir nicht mal in deinen Geschichten mehr Cardio zuschreiben? Jo. Das ist so ein bisschen blöd, dass ich mit Escape zurück soll, aber dann gehe ich immer hier ins Menü. Ist Quatsch. Ja, Mr. Scratch, der ist der Ganze, der uns hier in diese bösen Sachen hineinschreibt. Ich glaube, dass jeder Schriftsteller einen Mr. Scratch hat. Ja. Wir kennen das. Maschinenpistole freischalten, 3 Manuskriptseiten erforderlich. Das ist dann doch neu. Okay, ich kann sonst auch gar nicht hier dran. Aber ich glaube, ich habe gerade eine aufgesammelt, oder? Nee, habe ich nicht. Okay, ich verstehe. Das ist nicht schlecht gemacht, eigentlich. Auch wenn ich nicht so der Riesenfan davon bin, mir Sachen freischalten zu müssen. Ich weiß, hinter mir ist das Ganze. Aber wenn jetzt nicht gleich wieder die Dunkelheit übermäßig dolle kommt, dann will ich mich hier umgucken. Können wir wieder Auto fahren? Nein. Jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wo ich mich jetzt überall umsehen kann, ohne dass ich gleich von der Horde hier überrannt werde. Night Springs Division benutzen? Another man might be shocked to find himself near Night Springs and indeed to find the town in Arizona as opposed to any other place it might be in. But for the Champion of Light, the obvious taint of corruption he senses here is of far greater interest. Da hinten kommen Böse.
Es ist auch sehr schön umschrieben, das Ganze. Gefällt mir gut. Da hinten blinkt was. Und da auch. Hallo! Oh, hi. Errungenschaft freigeschaltet. Warte, ich bin gleich bei dir. Ich will erst lupschen. Und Radio hören. Oh, geil. Well, here you are. About to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Oh, yeah. Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time. You know how it is. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost four decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, two of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello. Now, boys, let me just come right out and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing all together after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Ja, das ist wirklich schön. Das freut mich. Und die Old Gods of Asgard waren auch ziemlich geil. Tja, wir sind wohl verschwunden tatsächlich nach dem ersten Teil. So eine ganz hundertprozentige Auflösung war das ja nun nicht. Die hat viel Raum für Spekulationen gelassen. Ich will nicht zu weit rauslaufen vom Motel, denn hier ist offensichtlich das, was wir jetzt tun müssen. Kannst du da rein? Schade. Wahrscheinlich in keine. Ice Cream. Ja, ich weiß, da ist keine Eiscreme drin. Tja, Oh ja. Ah, das ist jetzt also ganz generell gehalten. Munition füllt Waffe auf, welche auch immer ich gerade habe. Oh, das hier, jetzt ist schon wieder die alte Ausrüstung, so wie wir sie kennen. Oh, das gucken wir uns jetzt noch an. Das ist ja sehr schön. Night Springs. Oh, hell. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. Alter. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. Mm-hmm, offensichtlich. This poor slob's just collateral damage, really. I mean,
beat some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. Alter, Mr. Scratch. Ach du Scheiße. So quiet. Ach du Scheiße. Ich sag ja, dieses Add-on ist ein anderes Kaliber. Okay, ich habe ganz vergessen, zu Beginn des Spiels zu sagen, das Ganze ist natürlich, wie das Hauptspiel auch schon, habe ich ja damals schon gesagt, eine kleine Spende von Gary the Gamrot. Vielen Dank hierfür, ich freue mich sehr darauf, das jetzt spielen zu können. So, und zu dem netten Mann in der Garage gehen wir morgen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Neues Projekt, hinterlasst unbedingt bitte ein paar Kommis und Bewertungen. Das wäre super schön von euch zur Unterstützung. Und ich freue mich, euch morgen wiederzusehen. Macht's gut.